Ja, sehr geehrter Herr Dekan, lieber Rudi, muss ich jetzt sagen, ich habe immer Rudolf zu ihm gesagt, aber hat immer geantwortet. Also, liebe Frau Peter, ich bedanke mich sehr, dass ich hier die Ehre habe, den Hauptvortrag sogar zu halten. Sie werden sich vielleicht wundern, wo sehr viele aus Ihrem Kreis ihn sehr viel intensiver aus der Nähe kennen, dass Sie nur gerade mich aus Karlsruhe hier einfliegen, um darüber was zu erzählen oder einen Vortrag zu halten, der auch uns beide sehr viele Jahre zusammen bewegt hat in dem Thema. Sehr, ich erstmal zu den guten alten Folien zurückgekehrt und den Stress mit den Notebooks und den letzten Dingen. Wandel der TV-Infrastruktur im Hochschulbereich. Also ich, um Sie gleich vorzuwarnen, ich werde also einen Rückblick natürlich machen, sonst kann man den Wandel nicht beschreiben. Ich werde auch versuchen, nach vorne zu gucken. Und habe mir 40 Minuten Zeit geben lassen für 40 Jahre, also eine Minute pro Jahr, so im Mittel, damit Sie innerlich wissen, was da auf Sie zukommt. Und ich habe natürlich bei der Vorbereitung auch geschaut, wie ich den, den Jubilar hier nochmal recht ins Bild drücken kann. Und es ist also wirklich nach wie vor so, dass er sich gekonnt verdeckt und bedeckt hält. Ich habe also im Netz gesucht, stundenlang, nachts, kann man ja machen, dann will man es auch irgendwie packen. Ich habe also hier dann zum Schluss mit der Suchmaschine gefunden, Dr. Rudolf Peter, E-Mail nicht. Dann bei dem Büro GBV kam Forbidden Access zu Externals, also ich habe wirklich. Aber spricht also für seine Effizienz, das ist einfach nach innen richtet und nicht auf irgendwelchen Homepages verkäuft. Trotzdem habe ich also dann nochmal recherchiert und wen ich also gefunden habe, das fand ich auch einen schönen Zug, sind die Hiwis. Also die Hiwis sind wirklich im Netz drin. Allerdings auch schon nicht zu erkennen, wenn man sie genau anguckt. Insofern haben sie ein Stück davon wohl zum rechten Zeitpunkt bedeckt zu halten. Aber ich habe natürlich ein Archiv, ein eigenes, um zu zeigen, wie schlecht es den Hiwis früher ging, im Gegensatz zu heute. Und wie eigentlich, ich weiß nicht, der Daniel Karrenberg ist nicht hier, Eckhoff ist ja hier. Wie sie irgendwo anders. Ja gut, also so war das, so sah das damals aus und führt mich auch gleich jetzt nochmal zu der Begründung, warum ich wohl eingeladen wurde. Wir haben also in gewisser Weise ein sehr parallele Karriere gemacht, die ja damit begann, dass ich Leiter der IRA war, also IRA, er Leiter der IRB. Hört das aber. Chemnitz hieß noch, Karl-Marx-Stadt war noch nicht dabei, also IRC gab es da nicht. Und wir waren beide sind mit Apothekerinnen verheiratet. Also wer heute jetzt ein ISP gründen will, der tut gut mit einer Apothekerin. Das hilft immer schwere Stunden hinweg. Ja, und dann haben wir und haben uns. Obwohl, also jetzt die eine Wiege steht natürlich, wenn Sie im Norden sind, Deutschland steht natürlich in Dortmund, ich sage es auch immer, ich zeige es auch gleich, die andere Wiege steht in Karlsruhe. Also es waren sozusagen die beiden Schaukelstühle da, in denen die Babys am Anfang hin und her geschüttelt wurden. Und das sehe ich also jetzt auch nochmal für viele von Ihnen, die ja in der Zeit noch vielleicht sogar gar nicht auf der Welt waren. Abrollen lassen. Das ist ein Bild aus einem Vortrag 1985. Also was uns überhaupt noch zusammengehalten hat, war natürlich der gemeinsame Feind, der Fanverein. Der auch nachher nochmal ein bisschen hier aufscheinen darf. Also 85 haben wir überlegt, was wird denn aus der Vernetzerei werden. Das war aus einem Vortrag damals. Und wenn man da genau hinguckt, ich habe einen Zeigestock eben noch gehabt, dann, das war also auch ein, ja, ich den Vortrag damals in Karlsruhe und habe gesagt, also es gibt hier zwei Zentren, das ist Dortmund, das ist Karlsruhe, das war Darmstadt, das war die WM und die DFN darüber.
Und es ist also wirklich so, das sind 85 dann, das hat sich auch so gehalten bis 92, 93, das zeige ich Ihnen gleich nochmal. Dann haben wir gemeinsam ein Blättchen rausgegeben, das drei Erscheinungen erlebte und dann abgewürgt wurde, politisch, oder uns ging die Luft aus, wie immer. Das waren die neuesten Netznachrichten. Das ist aber heute doch ein Dokument der Zeitgeschichte, weil diese ganz alten Netzkonfigurationen, Pläne eben damals wirklich genau festgehalten waren. Und wie Sie sehen, also auch hier Dortmund mit der Anbindung an Amsterdam und Karlsruhe hier unten mit der Anbindung an CS-Net. Also wir haben zwei unterschiedliche Einstiegspunkte. Das hat uns technisch ein bisschen unterschieden, aber später ging es zusammen. Hier kannte man also jeden Rechner wirklich noch einzeln mit Namen und auf den er betrieben hat. Und ich habe jetzt, leider habe ich keine Fluchtwürze, weil ich opfer alles heute. So alten Folien. Jetzt hatte ich keinen Farbstift. Also das ist eine, hier Sie sehen, das war der Zustand des Internet aus europäischer Sicht im Jahr 92. Dieselben Provider im Prinzip wie damals, nämlich Unido hieß das ja, damals war der Ehrenname im Netzbereich für die Universität Dortmund. Und die GED hier als staatstragende Institution, DESI als Forschungseinrichtung und XE. Also es waren dieselben wie 85, hat sich gar nicht viel bewegt, natürlich die Kapazitäten gingen hoch. Ich habe also mal, jetzt aus Karlsruhe-Sicht, das soll kein Reklame sein, sondern ich sage gleich warum, mal versucht die Entstehung des Internet mal so als Boy oder derer, die alle aus dem X-Link, weil ja dann später unser Markenzeichen, rausgewachsen sind. Und ich sage es mal ganz, ich habe hier mal angefangen mit diesen Bäumchen, auch wo die herkamen, was alles zusammenkommen muss, damit sowas entsteht, weil hier wurde es ja eben auch gesagt, was alles, man kann ja nicht einen Menschen einfach hinsetzen und ihm nur Geld geben, sondern man muss alles Mögliche an Humus und Goodwill und Begeisterung und Apotheker beistellen, um das wirklich hier zu prosperieren. Also ich habe mal so ein Bäumchen gemalt. Das wäre jetzt auch eine Aufforderung an dich oder eine Anregung, dass du auch mal so ein Bäumchen malst und dann gucken wir mal, wie die Bäumchen sich da wechseln und das die Matan oben zusammenwachsen. Aber vereinfacht sage ich heute noch, es ist vermutlich ein Drittel der deutschen Internetlandschaft aus Unido entstanden, ein Drittel aus X-Link und ein Drittel aus Telekom, also im weiteren Sinne. Wobei, aber, da steht jetzt, aber erst, ich darf trotzdem noch mal daran erinnern, begrüße dich noch. Dass wir ja damals, also das muss man auch nochmal sagen, es gab ja damals in dem Sinne nur einen gemeinsamen Feind und keine Konkurrenzsituation. Wir haben uns also prächtig über alles geeinigt, was es zu regeln gab. Ein wichtiges Ding war zum Beispiel das DENIC. Und das war ja damals, also ich war ja sonst immer in der Schusslinie und da seid ihr wenigstens mal reingekommen. Das war für mich mal nach hinten zurücklehnen. Und die Vergabe dieses DENIC war ja sehr informell. Ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, Rüdiger, mach Stuß, ja, gut badisch. Damit war das Token, das DENIC, an den Rüdiger gegeben, bis er es aus den Händen gebunden bekam und dann notgedrungen zur Telekom gehen musste. Und ab diesem Zeitpunkt, aber die Telekom war ab diesem Zeitpunkt wirklich hoffähig. Also das war vorher. Und ich darf doch nochmal sagen, eine der kuriosesten Geschichten ist nach wie vor, als das DENIC dann zwangsverlagert wurde nach Karlsruhe und Dortmund es hergeben musste, haben wir zusammengesessen, also ich war da diesmal nicht der Rädelsführer, und haben beschlossen, dass die Telekom nicht berechtigt sein dürfe, im Namensraum Adressen und Namen zu vergeben. Das haben wir, glaube ich, anderthalb Jahre gespielt, das Spiel, bis die Telekom ihren Justiziar auf unseren, oder Rechtsanwalt auf unseren Justiziar gehetzt hat, 94, und sagt, wir wollen auch Adressen vergeben dürfen im Internet. Und dann hat er gesagt, naja, also wir können die Telekom nicht ausschließen. Aber es waren drei, vier Netzfreaks, die beschlossen haben, die Telekom sollte nicht im Internet anbieten dürfen.
hat das auf eine Weile wirklich sehr erfolgreich durchgehalten. Es gibt Länder, die haben das nachgemacht, Brasilien zum Beispiel, lässt die Telekom nicht zu, ziemlich schlecht. Ich habe also da auch mal, auch in Vorbereitung, um auch jetzt hier ein bisschen zu sagen, auch Karlsruhe hat das gemacht. Ich habe also, bevor X-Link umgelabelt wurde in KPN Quest, habe ich das nochmal fotografiert. Und es sieht auch von, also von vorne sieht es noch schöner aus. Und dann habe ich gesagt, also was ist mit Unit? Ja, und dann habe ich gesucht, Unit hat also ein Stück übernommen, auch kein Gebäude. Also ich habe Image-Broschüren, das ist die andere Hälfte der Nacht, habe ich dann mit Unit-Suche verbracht, habe auch nichts gefunden. Und dachte, das kann ja nicht sein, ja, die haben ein großes Gebäude, frisch eingeweiht, also muss ja irgendwas im Bild sein. Dann habe ich Google angeworfen, Unit-Gebäude, und dann kam ein Lampenladen hoch aus Hagen. Und diesem Lampenladen verlange ich dieses schöne Bild. Ich hoffe, das stimmt. Ja, richtig? Also, da sieht man auch, wie viel Unit größer ist als KPM Quest Deutschland. Deswegen habe ich mich auch getraut, diese armselige, siebengeschossige X-Link-Unterkunft zu zeigen, um dann hinterher zu sagen, wie viel prächtiger dieses Gebäude ist. Und in Amerika hätte man das ja jetzt Rudolf-Peter-Gebäude genannt. Da hätte er aber auch die Millionen gehabt, um das Gebäude zu stiften. Das mit dem Gebäude ist ja nochmal eine Anregung mit den Millionen. Das ist vielleicht nicht ganz so nachträglich. Aber ich habe auch keine Millionen. Wir sind die Geist der selbstlosen Zeit, die alles hergeschenkt haben. Aber du hast ja noch Apothekerin. So, jetzt, das war sozusagen nochmal unsere gemeinsame Geschichte und jetzt komme ich zum ernsten Teil. Das habe ich auch noch im Netz gefunden, das lokale Netz des Fachbereichs. Und jetzt lasse ich mal wirklich ganz rapide und schnell die Geschichte abspulen und um dabei auch nochmal zu zeigen, was eigentlich so ging, jetzt weiß ich das mal nicht. Ich habe also mal aus Anlass eines Vortrags diese Schlag-mich-tot-Folie gemalt, die zeigt, was von 1972 bis 87 bei uns im Netz passiert ist. Also bitte, das gehen wir jetzt nicht durch gemeinsam. Aber hier sind die Rechner, hier sind die Endgeräteanbindungen, hier sind die Dienste, hier sind die Kabelsysteme und hier sind die Dimensionen dessen, was da hochgewachsen ist, also von Mix hier, CPU-Leistung 1 Mix bis 5000, was sind das, 50.000 Mix, die Megabytes. Und im Grunde, wenn Sie jetzt, das ist so eine Message, wenn man mal hier so drüber guckt, dann war 10 Jahre lang Ruhe eigentlich im Rechnergeschäft. Ja. Es waren Mainframes und Verkabelung und Terminals und richtig unruhig wird es hier und es wird eigentlich immer unruhiger. Und eine der wesentlichen Punkte steht also hier so drin, TCP/IP, wir haben dann mit 84, 85 herumgespielt, das ist immer so ein Ei, dieses Bubble, und aus dem Ei kommt manchmal was raus oder manchmal auch nicht. Auf jeden Fall kann man hier ganz schön so die Initiierungspunkte lokalisieren, wann neue Technologien losgegangen sind. Also sowas lohnt sich auch mal zu machen, das ist Zeit, kann sich hinsetzen, dann hast du sicher auch das Archiv dazu. Und ich lege jetzt mal so ein, zwei Schnitte rein, die nochmal zeigen, was das war. Also unser Datenkommunikationsnetz im Jahr 1990. Und da ging eigentlich die Vernetzerei los, bestand darin, dass wir die Leitung durchgeschnitten haben zwischen Hosts und Terminals und haben damals eine Stecktafel dazwischen gehängt später eben hier ein Internetkabel dazwischen. Microsoft ist heute ungefähr in diesem Zustand, dass man nämlich, wenn man seinen Bildschirm mit dem Tower verbinden will, muss man nämlich auch so einen Switch dazwischen hängen, woraus man sieht, dass das Betriebssystem eben überhaupt nicht gebaut ist für eine netzmäßige Einbindung. Also so ungefähr 20 Jahre zurück. Und hat viele Auswirkungen natürlich auch auf die Dienste, die man damit machen kann. So, also das war der Einstieg und dann haben wir eine Vision gehabt und warum ich Vision sage, komme ich nachher nochmal drauf. Wir haben 82 gesagt, wie soll die Welt aussehen und haben etwas gemalt, was so aussah wie Ethernet und haben alle möglichen Dienste drumherum gemalt. Also hier
der DFN-Host, CS.net, Neonet, dann ging es raus in die große Welt und unten hat man alle Dienste. Also das war eine Vision und ich lasse das jetzt in diesem Minutentakt hier einfach rüberfliegen. Das kennen Sie alle, so sieht ein Netz aus, wenn man das mit Internet und WLAN zusammenstellt. Das war 2 Jahre später. Und dann die Dinge, die sich nach außen entwickelt haben, die sahen dann in Dortmund die Sicherheit so ähnlich aus wie bei uns. Nämlich aus den Mail-Diensten ist ja im Prinzip die ganze Vernetzerei gewachsen. Und auch heute, wenn man bei den Forums guckt, ist ja SMS der meistgenutzte Dienst. Also irgendwo Mail ist das Einstiegsmedium schlechthin. So, und dann, das war eigentlich der Anfang von auch von X-Ring und von Neonet. Und später sah es eben mal dann irgendwann so aus, das ist also die Sicht der Welt aus Karlsruher Sicht. Und dann muss man das doch mal dem halt. Aber das Ganze ist natürlich jetzt im großen Maßstab verschwinden wir alle da drin, selbst Eunet, ich mach mal so rum. Also man soll sich auch nicht zu wichtig nehmen. Ja. Eunet ist da oben so ein kleines Fitzelchen, aber gut, die Unit ist natürlich. Dann haben wir ja nochmal einen Namenstausch, ein Rebranding, ja, also das Ganze wurde ja dann von internationalen Firmen übernommen und umgelabelt. Also X-Link ist jetzt Eunet ehemals und Eunet ist Unit, also den Platz getauscht. Und in dem ganzen Spiel waren die Nutzer natürlich immer mit drin und mussten das alles mitmachen, was wir da ausprobieren. Was aber trotzdem, ist der Schwichtmann eigentlich da? Ach, da ist er. Ja, also das Rechensendung konnte den ganzen Teil ja immer etwas gelassener zugucken und kann sagen, lass die erstmal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie es heute noch ist, so immer noch. Gelassenheit, glaube ich, wenn ich das richtig gemacht habe. Aber er hat gelassen. Gut, also das war jetzt der versprochene Rückblick und jetzt ist ja die Frage, Wandel der DV-Infrastruktur und das kommt auf uns zu und klar, dieses schöne Bild zeigt, jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Hier oben steht IPv6, Electronic Commerce, die ganze Öffnung, also es ist nochmal richtig. Und jetzt ist ja die Frage, was heißt das für die Hochschulen und ja, überhaupt erstmal für die Branche. Ich habe das nochmal in einem ganz einfachen Chart zusammengefasst, also hier nochmal die alte Entwicklung. Und jetzt stehen wir ja an der Umbruchstelle von Client-Server-Architekturen zu Multi-Tier-Architekturen, also Java-basiert, Web-basiert, offen. Und das, was neu ist, ist Mobilität. Ich habe dann O2O, das soll also heißen, dass auch jetzt hier eben das Mikro seine IP-Adresse hat oder mein Zeigestock, wenn ich ihn nicht finde. Und mit Local Awareness weiß ich, wo er ist, kann mir antworten. Und Security heißt, dass niemand weiß, wo ich jetzt bin. Also wo ich gestern war. So, also diese Kombination ist in der Form neu. Und das, was so Schlagworte sind, ist eben nahtlose Kommunikation und allgegenwärtiges Computing. So, jetzt ist ja die Frage, wann kommt sowas? Mit Schlagworten kann man gut operieren, aber wenn man jetzt Firma ist zum Beispiel und muss sagen, wann mache ich denn was, da muss man ein bisschen genau hingucken. Ich habe jetzt mal ein paar Folien gemacht, das ist zwar alles sehr heavy hier, aber ich lasse es trotzdem, ich mute Ihnen jetzt mal zu, Sie können sich hinterher beschweren. Im Moment bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als mich hier gewähren zu lassen. Ich habe also mal versucht, bis ins Jahr 2009 reinzuleuchten in die Zukunft. Lassen Sie es einfach mal so vor sich vorbeiziehen und habe dabei nochmal etwas unterschieden zwischen den Internet-Providern oder Firmen und den Voice-Companies. Wobei man also jetzt zunächst mal sieht, im Bereich Technologie, also nachhaltig Moore's Law, alles entweder verdoppelt oder veranderthalbfacht, also gigantisch, hier insbesondere im Kommunikationsbereich, also jetzt schon gigantisch durch diese WDM-Technologie mit den 80 Farben, jetzt schon gigantisch. Gigantische Übertragungskapazitäten und zunächst mal
geht so weiter. So, dann, also hier ist immer dann so rot drin, wenn es eine ganz heiße neue Phase gibt. Also ich habe hier zum Beispiel mal geschrieben bei den Endgeräten, wenn die wirklich hier der Zeigestock kommunikativ wird, das wäre so ein Ding, wo wirklich eine neue Klasse von Dienst ausgeht, habe ich jetzt mal optimistisch gesagt 2005. Könnte das vielleicht frühestens der Fall sein. So, dann geht das weiter. Nicht alles ist ausgefüllt, Sie sehen schon, die weite Fantasie da manchmal reicht oder nicht reicht. Auf jeden Fall sind jetzt hier diese ganzen Zugangstechnologien und Access-Bereich steht hier also drin mit Powerline-Control und UMTS, was wir auch ständig hören. Also hier wird der nächste große Durchbruch sein, wenn das Ganze sehr viel billiger wird, dann hört man jetzt auch. Hier kommt bei den Netzwerkinfrastrukturen das große Thema rein, Quality of Service mit Voice over IP und Realzeitdiensten, was eben jetzt im Moment noch nicht so ist. Das ist die nächste große Herausforderung, wenn man das mal so umtreibt. Und so, wenn man hier weitergeht, das bringt natürlich auch die Voice- und die Datennetze erstmal richtig zusammen. Und so, jetzt bringen wir, hast du einen Schiffboden, irgendwas, um hier das aufzutun, mir fliegen ständig die Blätter weg. Oh ja, super, danke, ein Gewicht. Merci. So, eine Ressource, die also nur den Insidern eigentlich als wirklich kritisch bekannt ist, ist der Mangel am Adressraum. Also diese ganzen wirklich technologischen Ressourcen, die explodieren nach wie vor und im Moment ist also eine nach wie vor große Knappheit im Adressraum. Sie sehen das ja in diesen ganzen Abkürzungen, was der Sidern hat. Da hat ja auch einer deiner Abkömmlinge, der Daniel Karrenberg, in den RFCs so wirklich auch Meilensteine gesetzt, um die Lebensdauer des bisherigen Internet noch zu strecken. Und das ist also eine der ganz großen Themen der nächsten Zeit. Auch noch sehr umstritten, von Amis anders als bei uns. Auf jeden Fall ist das der nächste Durchbruch. Und so, und wenn man den hat, dann kommt natürlich das ganze Thema, also dynamische Adressverwaltung über sehr, sehr große Adressräume rein. Im Moment denn es wirklich ganz massiv. So, wir gehen die Schichten hoch, also jetzt nochmal unten Technologie über die Netzschicht, jetzt hoch langsam zur Richtung Applikation. Und dort ist ein Riesenthema Security. Ich habe jetzt hier hingeschrieben, was es jetzt gibt. Bisher gibt es also Usercode und Pins und Passwords und Tanz und sowas. Firewalls natürlich, die es abfiltern. Nächste Stufe wird biometrische Identifikation sein, und zwar nicht nur Fingerprint und Iris, sondern subkutan die Erbinformation per Ultraschall zu messen, dass man also wirklich der Finger, selbst der abgeschnittene Finger der Russenmafia nützt an nichts, vielmehr der eigene von der Russenmafia abgeschnittene Finger nützt nichts, weil noch gleichzeitig das Blut und das Herzflattern mitgemessen und erkannt wird. So, also wenn das mal da ist, dann gibt es wirklich authentische, verschlüsselte Botschaften und dann kann man wirklich zum ersten Mal sprechen von Security und Network. Und bisher ist das Internet ja insgesamt unsicher und man kann also nicht, meine Meinung, Sie mögen widersprechen, aber ich sage mal, man kann auf diesem unsicheren Internet keine wirklich sicheren Dienste garantieren, aus prinzipiellen Architekturen. Das ist also ein Riesenthema und an dem hängt natürlich alles, was gesicherte Dienste angeht. Ich gehe jetzt mal weiter hoch. Service Provider, also das, was hier heute schon alles ist, ist ja auch nur der bescheidene Beginn eines wirklich großen Dienstangebots, was es hier, großes Stichwort Application Service Provider, Cyber Center, die sagen, nicht outsourcen, sondern stell deine Sachen in unsere Farm, bieten das übers Netz. Schlag Sie nochmal einen neuen schönen Vortrag halten über Citizen Archives, dass man seinen ganzen von Grundbuchauszügen bis sonstige Mahnschreiben von weiß ich was wem, ISPs oder so, dass man die alle auch selbst maschinell verwaltet und dann wirklich nicht mehr bei sich zu Hause Spatz stapelt, sondern irgendwo einem vertrauenswürdigen Server anvertraut. So, also ab 2005, sage ich mal, ist sowas wohl machbar. Mit gesichertem Zugang vorher, wenn die Leute das nicht machen wollen. Und
Gut, beim Applications, da habe ich jetzt mich einfach zurückgehalten, weil da ein Riesenfeld losgeht. Ich habe nur bei der Architektur gesagt, diese offenen Systeme, die heißen, dass man die Offenheit natürlich jetzt auch in die Applikation reintreibt, also Oracle, SAP und so weiter, müssen langsam das Fürchten üben, oder das, ja, vom einen der Aussage Fürchten zu lernen. Und das heißt, dass man dort mit Sicherheit sagen, man, wenn alles unten offen ist, wird man sich nicht wieder auf der Applikationsebene in die Klaue eines einzigen großen ERP-Anbieters reinbegeben, sondern dort auch nach versuchen, eine offene Architektur weiterzubauen. So, jetzt weiter im Galopp in die Zukunft. Was wird noch kommen? Dann kommt das große Thema sichere Transaktionen. Ich komme ganz am Schluss nochmal drauf. Unkonsistente Network-Transaktionen, also wenn man Transaktionen, Applikationen durch viele Server schiebt, ist irgendwann mal oder schon sehr schnell Konsistenz nicht mehr zu garantieren. Und das ist eine der Voraussetzungen, um Dinge maschinell wirklich zu konfigurieren. So, weiter Text. Information Management ist im Moment, ich habe also ja selber wieder geübt mit Google, schon mal hochleistungsfähig, aber ist sicher nicht das, was man auf Dauer braucht oder mit dem man auskommt. Das ist ein großes Thema, auch im Zusammenhang natürlich mit E-Commerce und Shops. Und ein großes Thema habe ich hier mit dicken Fragezeichen hingeschrieben, ist, ob es wirklich mal digitales Geld geben wird, in dem Sinn von Cyber Money, dass man wirklich Geldscheine oder Münzen selber prägt und übers Netz oder geprägte Münzen übers Netz schiebt. Bin ich sehr skeptisch, ob das funktionieren wird. Und daran hängt natürlich sehr viel von der kommerziellen Internetstruktur ab. Und gut, Business, habe ich schon gesagt, Location Awareness ist eigentlich schon über GPS und solche Dinge da. Und im Jahr 2005 kommt das vielleicht, dass wir da mit unserem Zeigeschutz reden können. Was noch kommt, das geht jetzt über unseren Rahmen aus, ist aber sehr wichtig zu bedenken, dass eben die Technik grundsätzlich ihre Grenzen hat in der Konsistenzsicherstellung dieser Geschäftsvorgänge. Und man muss das Recht haben, auch wieder Transaktionen rückgängig zu machen. Ich sage mal ein simples Beispiel, damit ich hier nicht so im Allgemeinen bleibe. Wenn Sie heute versehentlich per BDX, wie es mir neulich passiert ist, habe ich nicht gesehen, Handwerkerrechnung von 135 Mark, 57 habe ich in BDX eingegeben bei der Fiducia, dreimal eingegeben, irgendwas war da falsch, zum Schluss habe ich es abgeschickt, gucke zwei Tage oder einen Tag später in meinem Kontoauszug, da haben die mir 13.517 Mark abgebucht, weil diese Idioten nicht D-Mark Pfennig, sondern so irgendwo einen Punkt ganz klein bisschen länger gemacht haben zum Komma und das war eine Trennung zwischen D-Mark und Pfennig so. Wenn das nicht ein guter Freund von mir gewesen wäre, dieses Sanitärgeschäft, dann hätte ich vielleicht vor Gericht, oder wenn er noch alte Forderungen gegen mich gehabt hätte, hätte er gesagt, wunderbar, kassiere ich ein, was Finanzamt ja macht, wenn man Strafzettel hat. Und das heißt also, die Möglichkeit, eine versehentliche Transaktion zurückzusetzen, geht heute noch per Bankrückrufaktion, wenn das noch nicht wertgestellt ist auf dem Zielkonto. Wenn es wertgestellt ist, können Sie es nicht mehr zurückrufen, dann müssen Sie den auf dem nächsten Layer, das ist dann ISO Layer 8, können Sie weitermachen oben. Freuen sich die Juristen. Und, das heißt also, man kann in diesem Zustandsraum, den diese Transaktionen durchlaufen, irgendwann nicht mehr sagen, zurück, April, ich will das nicht gemacht haben, es geht nicht mehr. So, und da hört es auf und da können wir auch als Techniker nichts mehr machen. Ja? Die Systeme würden zu komplex und sie kennen sich nicht und da hört es einfach auf. Das heißt also, jetzt sind die Juristen nicht wirklich nur selten von mir aus Aufrufe. Die sind jetzt eigentlich gefragt zu sagen, wir brauchen Gesetze, die wieder dem Kunden ein Stück Schutz vermitteln, sodass also nicht jetzt jede dusselige Bestellung da sofort durchkontaktiert wird und nicht mehr aufhebbar ist. Also das und da drumherum ist natürlich nochmal das Thema, alles was dann nicht mehr rechtlich zu machen ist, muss man versichern und so weiter. Also da ist noch viel zu tun.
wenn man, ich habe hier immer eine schöne Firmenfolie von ESC-Quadrat, wenn man die Firmen anguckt, wie die so die Zukunft sehen, dann sehen Sie hier die kleine IBM-Wave, die es denen es aber immer noch recht ordentlich geht dabei. Intel und Microsoft Wave, die wir so betrachten, dann kommt also nochmal, das ist immer 10er Potenzial hier, ja. Da hat es immer 10, also Umsatz. So, dann kommt jetzt hier Cisco, Nokia, unsere Welt. Und dann kommen, prognostizieren die diese riesen Speicherwelt, sozusagen. Also da geht eigentlich die Post ab und dort Information Center. Also das ist auch nochmal eine Sicht, die nachdenkenswert ist. So, jetzt, also das ist ja etwas, was kommen wird, wo die Hochschulen mitmachen könnten oder in irgendeiner Form auch vielleicht mit vorne mitspielen können. Und jetzt wollte ich nochmal auf den Wandel, was heißt das jetzt für Hochschulen? Ich habe hier mal die Dienste, wie sie jetzt sind, nochmal ausgeholt. Also die typischen Internetdienste, schön ausgebaut, bis hin runter zum letzten Endgerät, auch Einwahlknoten bis zum Spenden, also auch Basisdienste von Mail bis File Transfer bis News. Und wenn man das jetzt mal versucht einzuordnen, und zwar hinsichtlich der Kriterien, die man sich alle vorstellen kann, was man will, dann sind die Hochschulen im Typ so gebaut, dass sie sagen, also wir haben unser Netz, wir haben einen Router am Rand, dann ist das offene Internet und wir haben Dienste, wir haben eine hohe Sichtbarkeit von außen, ich kann praktisch auf jeden Knoten zugreifen, ich habe ein sehr gutes Preis-Performance-Verhältnis und ich habe eine gute Skalierbarkeit dieser Architektur. Ich habe schlechte Security, ich habe schlechte Quality of Service, ich kann meine Dienste nicht expandieren, in dem Sinne, weil ich einfach ein lokales Netz habe und ich habe eine geringe Komplexität, was die eigentliche Verarbeitung angeht. Also im Sinne von dieser komplexen Transaktionsverarbeitung. So, das ist die wissenschaftliche Welt. Ich habe rechts, also in alten Rechenzentrumsphasen ist das als Keyboard-Graph sicherlich irgendwie erinnerlich, hier solche schönen Muster. Die Industrie kam ja von der anderen Seite. Die hat gesagt, erstmal Internet kennen wir nicht. Und als es dann, und haben erstmal, oder haben virtuelle Netze gewartet, auf jeden Fall kriegen sie dann so einen Eispickel als Keyword-Graph dort, mit eben schlechter Sichtbarkeit logischerweise, wesentlich weniger Diensten, skalierbar ist es in derselben Form, preisverhältnis und die Security ist höher. Also ein völlig anderes Profil. Und wenn ich diesen Unterschied nochmal hernehme zwischen Wissenschaft und Industrie, der ja auch über die Service Provider sich nun immer mehr eigentlich abbaut. Dann ist es so, dass die Wissenschaftsnetze haben als großen Vorteil eben Public Domain Angebote, wozu auch natürlich Linux und alles das gehört, breites Internet überhaupt. Sie haben kein Geldwertangebote oder nur sehr wenige, sie haben keine Sicherheitsarchitektur. Also solche Dinge haben sich dort nicht angesiedelt bisher, weil die Netze das auch nicht zugelassen haben. So, die geschlossenen Netze vom Typ LAN oder stark abgeschlossenen haben starke Security, haben sehr mächtige ERP, also Standard Business Applikationen. Sie haben eine schwache Internetpräsenz und kaum internetfähige Applikationen. So, Herausforderung für die Hochschulen geht ja schon los. Ich habe einfach mal hier wild, das ist also wirklich, ich habe es deswegen auch nicht geordnet, um anzudeuten, das ist ein Zettelkasten. Das Thema geht ja zurzeit los mit Zertifikaten, mit Zertifizierungsstellen. Rechenzentren sind ja sozusagen schon legitimierte Aussteller von solchen Zertifikaten mit privaten und öffentlichen Schlüsseln. Dann als nächstes wachsen solche Public-Key-Infrastrukturen hoch, Verzeichnisdienste wird es geben, wo die Organisationen abgebildet werden. Und dann gibt es natürlich jetzt hier alle möglichen Sicherheitsmechanismen, irgendwie ich habe es hier bezogen, Quality Management von Information, Gatekeeper für Telefonie, dann Internet Content, Überprüfung
Und dann kommt das, was hier unten weitergeht, Finance, Human Resources und Shops, E-Procurement, also Einkauf, elektronischer Einkauf, nicht mehr die behäbige Beschaffungsabteilung, also ich rede von Karlsruher Verhältnissen, die eben sagt, auf Formblättern dreifach europäisch ausgeschrieben, weiß ich was, müsst ihr etwa 10% eures Budgets, das viele Geld, ja, was er ausgegeben hat, das haben die ja dann irgendwie in die Hand gekriegt und verwalten, also 10% des gesamten Budgets oder der ganzen Geschäftsvorgänge ja nach einem sehr komplizierten Verfahren. So, was man eigentlich will, ist natürlich die Bestellung vor Ort. Und dazu muss sehr viel passieren. Ich habe hier mal hingeschrieben, wir haben ein tolles Angebot von einem Reiseagenten, der eigentlich eine Software, dachte ich ursprünglich, uns anbieten wollte. Danach hatte ich geguckt, Dienstreiseabrechnung, ist ja ein schönes Thema. Wenn man so viel unterwegs ist wie wir, dann hat sich aber herausgestellt, dass die zwar eine Software haben, aber selber ein Reisebüro waren und die gesamte Organisation der Uni Karlsruhe dann bei sich abgebildet hätten mit allen Berechtigungsstrukturen, das kann auch nicht gehen. Dann ist der Wettbewerb an der Stelle weg. Also hier ist, will ich nochmal sagen, sehr viel zu tun, weil das kommt. Und das, was ich jetzt hier in dem allerletzten Abschnitt nochmal sage und zeigen will, dann nehme ich aber durch, ist nochmal, wie wir es vor 20 Jahren gemacht haben, von der Schwachstellenanalyse zur Vision. Also so oft hat man hat zwar vielleicht irgendwelche, ja, wie heißt das da, Nightmares, also Albträume oder so, das sind aber nicht immer Visionen. Also die nächste große Vision, die ich mal wieder hatte, die entsprang so einer Schwachstellenanalyse, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen vorzeigen will, also naja, doch hier ganz kurz, also ein wilder Verhau von Services, die irgendwo auf irgendwelchen Maschinen in der Hochschule rumfahren, also insbesondere Webpräsenzen von Mitarbeitern, von Instituten, hängen ganz weit hinten in der Struktur drin. Dann Services, die nicht browserfähig sind, sondern eben vom Typ ERP mit fetten Clients. Also eine inkonsistente und schlimme Struktur. Und dann habe ich damals in einer Eingebung gesagt, so kann es nicht sein. Und habe dieses Zwiebelschalenmodell gemalt mit der Message, dass es eine Zone gibt, im Innersten rot, alles was rot ist, ist Security, in die dann die Dienste reingehören, die sicherheitsrelevant sind, also insbesondere die Datenbankserver mit den Applikationen. Und dann gibt es einen Korridor, da stehen die Server drauf, die entweder offene Webdienste offerieren oder eben Applikationsdienste aller möglichen Bauer, Gatekeeper, Finanzapplikationen. Und dann gibt es abgestufte Schalen von Geräten, die darauf zugefahren. So, was also im Klartext heißt, dass man das Ganze ummöblieren muss bei sich und nicht sagt, ich schotte meinetwegen ganze Gebäudeflügel ab, ich schotte die Verwaltung ab, weil die eben die haben zwar sicherheitsrelevante Dinge, aber nicht alles sicherheitsrelevant und die armen Verwaltungsleute können nicht mal gescheit surfen, weil sie aus dieser Sicherheitsding nicht rauskommen zum Beispiel. Also da sind die Grenzen falsch gesetzt und wir haben also ein solches System gebaut und zwar hier auf Basis dieser vorhin erwähnt, Multi-Tier-Server-Architektur, die passt genau in dieses Schema rein, nämlich die rechten Datenbank-Server, die stehen im Innersten und die stehen in dem Korridor und die Endgeräte stehen außen. So, und dieses haben wir dann auch realisiert. Da will ich aber jetzt keine Reklame machen, sondern nur zeigen, wie das wie so eine Folie war. Wir haben also ein Mittelbewirtschaftungssystem gebaut, bei dem die Sekretariate über Java-Schnittstellen auf die Finanzverwaltungssoftware Zugang hat und das Ganze in einen homogenen Verbund reingekommen. Und das ist insofern habe ich jetzt einen Schwenk gemacht, da gehen unsere Laufbahnen auseinander. Ich habe mich aus der IAA verabschiedet vor 2 Jahren und bin in dieses Projekt eingestiegen, nämlich die gesamte Hochschulverwaltungssoftware, also HIS Ihnen bekannt, und jetzt natürlich auch als Markt adressiert von großen Anbietern, dieses Ding aufzustellen, aber auch mit Internettechnologie und guten Preis-Leistungs-Verhältnissen. Das setzt auf HIS nebenbei auf und läuft bei uns unter dem Namen Hülka, Haushaltsüberwachungsliste, Modell Karlsruhe.
ist aber in Multi-Tier-Server-Architektur beschrieben und ist also eine fantastische Architektur und um Größenordnung besser als alles, was es bisher da gibt. So, aber was der wesentliche Punkt ist, und das ist auch eine Message hier, die ich heute loswerden wollte, dass eben jetzt Wissenschaftsbereich und Verwaltung nicht mehr so zu trennen sind, wenn man solche Dienste betrachtet, wie das in der Vergangenheit war. Wir holen uns zum Beispiel die Zertifikate und die Sekretären übers Rechenzentrum, die kriegen plötzlich einen Public Key auf einen Server gelegt, können damit irgendwo auch verschlüsselte Mails sich abholen und werden plötzlich selber ernst genommene Benutzer der Hochschulinfrastruktur. Und in der Vergangenheit war es so, ich lege das jetzt mal auf, das habe ich neulich in einem Vortrag in dem PI-Workshop Unternehmen Hochschule aufgelegt, am Schluss. Und zwar vielleicht sage ich einfach mal hier am Unten. Verwaltungs-TV ist ein hochspannendes Gebiet. Die Verwaltungsrechenzentren, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Dortmund sind, sind im Vergleich zu den wissenschaftlichen Rechenzentren also total unterkonfiguriert, führen auch oft ein Schattendasein, also bei uns auf jeden Fall. Und vom Know-how von allem sind die wirklich den Aufgaben, die jetzt auf sie zukommen, fast nicht gewachsen. Und hier liegt ein riesiges auch Rationalisierungspotenzial in den Hochschulen drin, wenn man wirklich mal dort anfängt und weiß, wie viel Geld wo ist und disponiert ist, nicht disponiert ist. Also ein unheimlich starkes Gebiet. Und das ist also eine lohnende Aufgabe. Und heißt, dass man jetzt sich wirklich plötzlich auf einer gemeinsamen Infrastruktur trifft und die eben auch gemeinsam planen muss. Sodass also jetzt für mich eigentlich dort wirklich wieder eine neue Ära beginnt. Richtung Applikation, wir sind ja in Hochschulen, also wenn man das mit Wirtschaftsunternehmen vergleicht, fürchterlich unrationell. Ja? Also was dort passiert, ist ja zum Teil entsetzlich. Ja? Und es konzentriert sich leider immer auf der armen Sekretärin, die davon anzwingen, das eigentlich machen soll, aber völlig alleingelassen wird in vielen Sachen. So, wie geht es weiter? Sitzen jetzt die Sekretärin mit drin. Das heißt, das Tempo nimmt zu. Und wer das kennt, in diesem Vergnügungspark ist unten also immer so ein Wasserhahn, da hinten man durch muss. Der dann auch. Und ja, und bei allem, was ich jetzt gesagt habe, soll man natürlich vorsichtig sein, über die Zukunft allzu viel zu sagen. Hatte schon dort von der Schor gesagt, die. Es ist sehr schwierig, Prognosen zu machen, insbesondere für die Zukunft. Man weiß nicht, was sie bereithält. Auf jeden Fall, deine liebe Frau wird dich von allerlei Versuchen dieser Art dann fernhalten. Also das musst du dann nicht, diese Varianten nicht, aber es gibt eben viele andere. Eine sagte schon, Bäumchen malen, und unser scheidender Kanzler sagte neulich mal, der viele Gebäude gebaut hat, es ist also im Alter schön, wenn man eben dann durch den Garten geht, den man bestellt hat und sieht, was unter den Händen gewachsen ist. Und das wünsche ich dir auch, dass du deine Tätigkeit immer mal wieder anguckst, auch bei den schönen Gebäuden und allem, was da raus geworden ist, und dich erfreust, Stress befreit, dass man nicht immer denkt, man muss dann wieder in der Achterbahn sitzen und sich da den Rollercoaster runterstürzen. Das sollen die anderen machen. In dem Sinn wünsche ich dir einen schönen Ruhestand, lieber Rudi. Vielen Dank.